Willkommen und Dankeschön für Ihr Interesse, meine Damen und Herren, an dieser mehrteiligen Gesprächsreihe, die den Titel Werkstattgespräch trägt. Ich darf Sie wieder einladen, aktiv an dieser Diskussionsreihe mitzuwirken, denn Ihr Feedback ist uns wirklich wichtig. Wir wollen Ihre Anregungen, Hinweise, Fragen in der nächstfolgenden Debattenrunde mit einbeziehen. Daher an dieser Stelle schon jetzt den Hinweis, wie Sie uns erreichen können. Die E-Mail-Adresse, an die Sie bitte Anregungen, Fragen oder Kommentare zur Diskussion richten können, lautet feedback@projektlebensraume.at. Außerdem können Sie uns ein Feedback auch via Twitter geben. Die Hashtags lauten #IBA_Wien bzw. #IBA_Lebensräume. Bitte verwenden Sie immer beide Hashtags. Die Rückmeldungen von Ihnen werden wir dann in der nächsten Gesprächsrunde thematisieren und mit einbeziehen. Wovon werden wir leben? So lautet das Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Wie schon in der ersten Gesprächsrunde geht es auch diesmal darum, gestützt auf die Expertise meiner Gäste abzuschätzen, wie sich die städtische Gesellschaft Europas, speziell in Wien, in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Konkret, wie werden sich die vier tragenden Säulen unserer Arbeitswelt verändern? Die da sind Digitalisierung, Dynamisierung, Diversität und Demokratisierung. Dieses Vorauswissen zu besitzen ist deshalb von großer Bedeutung, weil schon morgen Entscheidungen getroffen werden müssen, von denen manche allerdings erst in 10 Jahren, vielleicht später, wirksam werden. Die Diskussionsreihe, mitinitiiert vom Projektpartner Celum Development, findet im Rahmen der IBA Wien statt, die der Projektidee Lebensräume den IBA-Kandidatenstatus verliehen hat. Und nun zur heutigen Runde der Expertinnen und Experten. Ich begrüße zu meiner Linken Frau Magister Manuela Vollmann. Sie ist Geschäftsführerin, Gründerin, Vorstandsvorsitzende der ABZ Arbeit, Bildung, Zukunft Austria. Das ABZ Austria steht für die Förderung von Frauen in A wie Arbeit, B wie Bildung und Z wie Zukunft. ABZ ist, wenn ich richtig informiert bin, das größte Frauenunternehmen Österreichs. Rund 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen engagieren sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und in der Bildung. Herzlich willkommen. Herr Diplom-Ingenieur Robert Hahn ist der Geschäftsführer der Celum Development. Er ist in den USA geboren, hat Literatur und Sprachwissenschaften und Architektur studiert. Er konzipiert, entwickelt und realisiert innovative Projekte. Er war und ist als Leiter der Projektentwicklung für Bauträger tätig. 2013 hat er Celum Development gegründet. Willkommen. Ganz außen von meiner Seite rechts, der Stadtforscher, Herr Professor Dr. Dieter Lepple. Er ist Professor Emeritus für internationale Stadtforschung an der Hafen-City-Universität Hamburg. Viele Jahre leitete er das Institut für Stadt-Regionalökonomie an der TU Hamburg. Er lehrte und forschte als Dozent und Gastprofessor unter anderem in Berlin, Amsterdam, Paris, Aix-en-Provence und im holländischen Leiden. Nach seiner Emeritierung 2007 hat er weiterhin Aufgaben in der Lehre an der Hafen-City-Universität Hamburg wahrgenommen und zum Beispiel möchte ich das Thema Rückverlagerung der Produktion in die Städte erwähnen. Er war Kuratoriumsmitglied der Internationalen Bauausstellung Hamburg. 2007 erhielt er den Baukulturpreis des Bundes Deutscher Architekten Hamburg. Willkommen. Herr Dr. Markus Marterbauer, er ist Nationalökonom, hat lange Jahre als Universitätsassistent am Institut für Volkswirtschaftstheorie und Politik der WU Wien gearbeitet, war danach Konjunkturreferent im WIFO, Abkürzung für Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, und ist dann 2011 in die Arbeiterkammer Wien gewechselt. Er leitet dort die Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik.
drei seiner Arbeitsschwerpunkte sind Budgetentwicklung, Fiskalpolitik und Umverteilungsfragen. Herzliches Willkommen auch an Sie, Herr Dr. Matterbauer. Herr Professor Lepple, wir haben vereinbart, dass Sie uns einen kurzen Impuls als Einstieg in dieses Thema geben. Wovon werden wir leben 2030? Ja, ich denke, dass wir in den nächsten 20 Jahren weiterhin vor allem von unserer Arbeit leben werden. Aber die Diskussion über die Zukunft der Arbeit kann man sich nicht gegensätzlicher vorstellen. Auf der einen Seite ist die Rede von einer zukünftigen Vollbeschäftigung. Als Hauptproblem wird ein Fachkräftemangel gesehen. Auf der anderen Seite gibt es zunehmend alarmistische Szenarien, wo behauptet wird, durch die Digitalisierung würde nahezu jeder zweite Arbeitsplatz in Frage gestellt, dass Roboter und Algorithmen nicht nur in Fabriken, Büros, Krankenhäusern und im Verkehr das Kommando übernehmen, sondern dass gewissermaßen die Arbeit mehr oder weniger in der bisherigen Form zur Disposition steht. Nun ist die Diskussion der Freisetzung von Arbeit durch steigende Produktivität und neue Technologien eine alte Diskussion. Und es erscheint mir wichtig zu sein, doch nochmal darauf hinzuweisen, dass die Bedeutung der Erwerbsarbeit in den letzten 20 Jahren doch trotz vielfältiger neuer Technologien nicht ab, sondern vor allem zugenommen hat. Ganz entscheidend erscheint mir dabei insbesondere die zunehmende Integration der Frauen in die Erwerbstätigkeit. Ich denke, dass nach wie vor der Arbeitsmarkt die entscheidende Arena ist, in der entschieden wird über die Lebensperspektive der Menschen, dass die Frage der Teilhabe an Arbeit entscheidend ist für die soziale Teilhabe. Ja, Digitalisierung ist sicher eines der großen disruptiven Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind. Wird es ein Jobvernichter oder ein Jobmotor sein? Ganz sicher wird es ein Jobveränderer sein und es werden Tendenzen, die wir bereits kennen, weiter verschärft werden. Eine Deregulierung der Arbeit, die Arbeit wird individueller, wird weniger gebunden sein an Orte, sie wird flexibler sein. Und wir sind bereits jetzt schon damit konfrontiert, dass im Internet immer mehr Plattformen auftauchen zur Arbeitsvermittlung, wo Arbeit vermittelt wird, sei es vom Uber-Fahrer über den Designer, den Programmierer bis hin zur Haushaltshilfe. Es entsteht so etwas wie eine Gig-Economy, die Vermittlung von kurzfristigen Arbeiten, wo unter dem Label einer Share-Economy vor allem der Arbeitsmarkt dereguliert wird, wo einerseits zwar eine Zunahme an Autonomie ist, aber andererseits eine verstärkte Unsicherheit und Abhängigkeit. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass die neuen Technologien, seien es jetzt die Plattformen oder insbesondere, was mit Industrie 4.0 und mit dem 3D-Drucker skizziert wird, neue Perspektiven für die Städte eröffnen, dass Produktion zurück in die Stadt verlagert werden könnte, dass man eventuell auch Produktion aus China wieder zurückholen könnte. Und es gibt bereits Beispiele, wo mitten in der Stadt wieder Fabriken, neue Fabriken gebaut werden auf der Grundlage von 4.0. Und was mir ganz wichtig erscheint, dass wir eine ganz lebhafte Landschaft haben des Maker-Movements, wo vielfältige Aktivitäten von kleinen Produzenten über Fab Labs, über Tech Shops, über Hackatronics, über vielfältige Kooperationsformen, neue Produktionsformen und neue Dienstleistungen in der Stadt etablieren, die sicher auch eine wichtige Perspektive bieten, jenseits der traditionellen Lohnarbeit. Entscheidend scheint mir allerdings für die Zukunft wie auch für die Gegenwart, dass wir einen tiefen Keil haben im städtischen Arbeitsmarkt mit einerseits den gut ausgebildeten, mobilen Beschäftigten, die über gute Jobs verfügen, auf der anderen Seite Menschen, die weniger gut qualifiziert sind, die älter sind und
die zum Teil keinen Job haben oder prekäre Jobs. Und mit der zunehmenden Entwicklung, dass wir so etwas wie eine Arrival City werden, eine Zuwanderungsstadt mit einer kosmopolitischen Gesellschaft, wird es entscheidend sein, diesen Leuten gewissermaßen auf der anderen Seite des Keils Zukunftsperspektiven zu geben für die Teilhabe an der Arbeit. Und es scheint mir außerordentlich wichtig zu sein, dass wir eine Kultur der Experimente entwickeln, mit vielfältigen Möglichkeiten in der Stadt verankern, mit Coworking Spaces, mit Fab Labs und so weiter und vor allem versuchen, die Digitalisierung nicht den großen Technologiekonzernen zu überlassen und nicht den Plattformkapitalisten, sondern versuchen, die Digitalisierung selbst zu gestalten. Und das könnte ganz sicherlich ein ganz wichtiges Feld sein für einen experimentellen Ansatz, wie sie die IBA vertritt. Danke vielmals, Herr Professor Lepple. Nur damit ich es richtig verstanden habe, Sie sagen, die Botschaft ist, es geht uns nicht die Arbeit aus, es werden Jobs verschwinden. Die entscheidende Botschaft ist, es werden Jobs verschwinden, wie auch in den vergangenen, in den letzten 20 Jahren ganze Branchen verschwunden sind. Aber die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Das Problem wird nur sein, es wird nicht gut bezahlte Arbeit für alle da sein unter den bestehenden Bedingungen. Das heißt, wir müssen auch Formen der Regulierung finden, wie wir diejenigen, die entweder drohen, aus der Arbeit rauszufallen oder gewissermaßen ihre Zukunft mit prekären Jobs versuchen, sich über Wasser zu halten, dass wir da zu einem sozialen Ausgleich und zu einer Chancengerechtigkeit kommen, um damit auch gewissermaßen das, was unser wichtigstes Kapital ist, den sozialen Zusammenhang halt in unserer europäischen Stadt zu bewahren. Die zweite wichtige Botschaft aus dem Einleitungsstatement von Ihnen scheint mir zu sein, Bildung, Bildung, Bildung. Nicht wegen des Experiments, sondern auch, dass diejenigen, die in eine Einwanderungsstadt wie Wien kommen, in den Produktionsprozess gebracht werden können. Frau Vollmann, ist das, was Herr Lepple gesagt hat, sozusagen das ABZ, Bildung, das B aus ABZ, welche Ansätze müsste man heute schon finden, damit das 2030, 2040, 2050 dann umgesetzt werden kann, realisiert werden kann, damit es wirksam wird? Bildung ist sicher der Schlüssel. Und das Wichtige an dem ist, dass es wird ja immer von New World of Work gesprochen. Ich spreche sehr gerne auch auf New World of Bildung oder Learn oder Learning, weil es ist total wesentlich hinzuschauen, was Bildung, nicht nur was Bildung alles ermöglicht, sondern wie sie passiert. Und gerade Digitalisierung ist ja eine Möglichkeit, Bildung einfach auch allen Menschen zugänglich zu machen, weil wir haben ja diesen Divide wohl drinnen, aber es ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und ja, wie muss es passieren? Ich meine ganz konkret, wir brauchen völlig neues Denken, wie Bildung passieren kann, also welche Lernformen, welche Formate. Also ich gehe da ganz weit in Bezug, wenn man jetzt Bildung, wird in Österreich übrigens, das wollte ich auch noch sagen, sehr eng diskutiert meiner Meinung nach, sehr stark auf die Schulbildung hin, auf diese Erstausbildung, noch immer, weil wir dort einen relativen Gap haben und ich glaube, ziemlich viele unzufrieden sind, dass das dort nicht so funktioniert, wie wir glauben, dass es unsere Kinder brauchen, die Wirtschaft braucht, die Gesellschaft braucht für den Zusammenhalt. Aber eigentlich geht es um ein lebensbegleitendes Lernen. Das haben wir eigentlich auch schon viele Jahre, wenn wir zurückschauen, dass, und ich glaube, der Fokus muss ganz, ganz stark darauf liegen, wie wir dieses Lifelong Learning wirklich gestalten. Und jetzt bringe ich ein provokantes Beispiel und es geht jetzt doch in die Schule. Wir haben wahrscheinlich in 2-3 Jahren einen Gap, was die Lehrer und Lehrerinnen angeht. Mir wurde gesagt, es gibt keinen großen Plan B. Und ich habe mir dann gedacht, was könnte das bedeuten? Bedeutet das vielleicht, dass Kinder mit Kindern lernen? Oder die Jugendlichen mit den Kindern und vice versa. Wozu brauchen wir noch Lehrer und Lehrerinnen? Sind es nicht die, die eher moderierend, unterstützend da sind? Also das ist jetzt eine große, aber ich glaube, meine 14-Jährige sagt mittlerweile wirklich schon, also
das hätte man können auf YouTube runterladen, was ich heute gehört habe. Also das sind schon Erkenntnisse, auch wo ich mir denke, Bildung ist wirklich ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel, aber da haben wir einen großen Nachholbedarf in Österreich, dass wirklich, oder vielleicht auch europäisch, aber ich möchte jetzt mal in Österreich bleiben, dieses Bildungsthema fundamental mit neuen Methoden, mit anderen Zugängen völlig neu aufzusetzen und zu denken. Sehen Sie es auch so optimistisch, dass die nächsten 20 Jahre, zwei Dezennien des Aufholens der Frauen im Berufsleben sein werden? In der Vergangenheit? Nein, jetzt die 20 Zukunft. Jahre, die kommen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass nachdem wir wissen aus allen unseren lebenslangen oder Bildungsangeboten für Frauen, dass sie wahnsinnig stark schnell auf Züge aufspringen. Und ich glaube, dass das sehr wohl ein großer Hebel ist, diese Bildungsgeschichte auch Frauen noch mehr in die Erwerbsarbeit zu bringen. Weil das, was wir in den letzten 20 Jahren hatten, ist wohl eine höhere Beteiligung der Frauen, das ist klar, aber sie ist noch sehr reduziert in der wirklichen Teilhabe. Weil wenn Teilzeit die Teilhabe ist, so wie sie derzeit Gesellschaft und auch Einkommen strukturiert, dann haben sie es eigentlich nicht wirklich geschafft, beziehungsweise es haben die Strukturen nicht geschafft, dass die Frauen alles, was sie an Bildung mitbringen, wirklich auch einfließen lassen können. Aber ja, ich bin optimistisch. Bis hinauf in die Führungsebenen? Ja, bis hinauf in die Führungsebenen. Wir haben ja jetzt wenig im Sinne von Vorbilder, was Frauen angeht, das haben wir leider nicht. Aber was wir schon haben, ist eine Möglichkeit, eine Klarheit darüber, was wirklich die Hebel sind, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen. Und die Pensionierung wird auch da was bewegen. Wir haben ja doch eher Männer in meiner Generation, die an solchen Positionen sitzen, haben nun einmal noch ein traditionelleres Bild von, was heißt führen, was heißt managen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen andere Führung, andere Steuerung wollen. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Mittelalterlichen. Und da werden Führungskräfte, die Management und Führen unter Kontrolle verstehen zum Beispiel und nicht unter einem sehr pädagogischen Prinzip, nämlich moderierend, werden keine Chance haben, an diesen Positionen zu bleiben. Wir werden, Herr Matterbauer, wir werden eine vom Durchschnittsalter her ältere Arbeitsgesellschaft werden. Heißt das, was die Lebensarbeitszeit, die Wochenarbeitszeit etc. angeht, dass wir in Richtung Halbtagsgesellschaft steuern? Also wenn wir länger arbeiten, bei gleicher Anrechnungszeit für die Pension im Korb sozusagen, wenn man länger arbeitet, also ich sage jetzt mal bis 70 und nicht bis 65, heißt das, dass dann automatisch die Wochenarbeitszeit sinken wird? Oder weil ich mir Ihre Vorbereitungsunterlage angeschaut habe, Sie da ein bisschen zweifeln, weil der Mensch denkt in Statuskategorien, ich bin, was ich habe, also ich mache lieber 5 oder 10 Überstunden mehr, um mir das Gadget zu kaufen oder kaufen zu können, um es meinem Nachbarn vor die Augen oder fortzuführen oder vorführen zu können. Wie wird sich die Arbeitszeit, wie wird sich die Arbeitsgesellschaft verändern? Wenn wir kurz zurückblicken in die Vergangenheit, dann war es ja so, dass diese enormen Produktivitätsfortschritte, die durch technologische Revolutionen ausgelöst wurden, lange Zeit in massive Arbeitszeitverkürzungen gegangen sind. Also wenn man sich die Arbeitszeit, die durchschnittlich geleistete pro Jahr anschaut, dann haben wir seit 1900 fast eine Halbierung der Arbeitszeit. Also der technologische Fortschritt wurde stark in Arbeitszeitverkürzung umgesetzt. Allerdings haben wir hier eine Unterbrechung, ich würde sagen in Österreich so ungefähr in den 80er Jahren. Seitdem ist die Arbeitszeitverkürzung nur mehr punktuell gewesen. Also wir haben bei den Frauen sehr stark Teilzeitarbeit, das war die Einstiegsmöglichkeit für die Frauen. Und für mich ist eigentlich die aktuelle Diskussion und die Frage, wie sich Arbeitszeiten gestalten werden, stark davon abhängig,
welche Bedürfnisse die Menschen während ihres Lebens haben. Wir müssen abrücken von der Vorstellung, es gibt jetzt die 40 oder 35 Stunden Woche für alle und es ist von 15, wo man zu arbeiten beginnt, bis 60, 65 oder vielleicht einmal 70 so, sondern die Arbeitszeiten werden sich wohl anpassen müssen an die Bedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und es wird Lebensphasen geben, wo man vielleicht 40, 45 Stunden gern arbeitet, wenn man jung ist, noch keine Kinder hat, und es wird Lebensphasen geben, wo man vielleicht nur 20 Stunden arbeiten will, weil man bei den Kindern sein will oder dann langsam ausgleiten will und in Richtung Pension gehen will. Und ich glaube, die Herausforderung in der Arbeitszeitentwicklung ist gar nicht nur in Richtung Verkürzung und verschiedene Formen der Verkürzung zu diskutieren, sondern Anpassungen an die Erfordernisse, die sozusagen, und an die Bedürfnisse der Menschen. Das bedeutet andererseits aber auch, wenn wir uns die Bedürfnisse heute sozusagen anschauen, es gibt ja jede Menge Umfragen, wie lange würden die Leute gern arbeiten, dann kann man schon einen gewissen Bedarf erkennen, und ganz grob einmal gesagt deutet der darauf hin, dass Männer und Frauen beide so eher gerne in Richtung der 30-Stunden-Woche gehen würden, mit allen Abstufungen je nach Lebensphase. Und das bedeutet natürlich, dass das bei den Frauen eine Arbeitszeitverlängerung wäre. Die teilzeitbeschäftigten Frauen arbeiten in Österreich unter 20 Stunden und würden gern 30 arbeiten. Und die vollzeitbeschäftigten Männer arbeiten 40 oder 45 Stunden und würden auch gern 30 arbeiten. Da gibt es natürlich viele Wege, sich in diese Richtung anzupassen, aber das Entscheidende, wenn man über die Frage der Verteilung der bezahlten Arbeit spricht, ist natürlich die Verteilung der unbezahlten Arbeit. Also wir werden neue Modelle der familiären Arbeitsteilung entwickeln müssen, damit Männer und Frauen ihre gewünschten Arbeitszeiten bei der bezahlten Arbeit wirklich sozusagen erreichen können. Das ist, Sie sprechen damit indirekt eine Frage an, die in der ersten Diskussionsrunde angesprochen worden ist, nämlich: Wie will ich eigentlich leben? Was ist mein Lebensentwurf? Solange, wenn man einen Strich drunter macht, was die Einkommen angeht, es gleich bleibt, kann man das ja akzeptieren, aber wir wissen, wie die Einkommensunterschiede von Männern und Frauen aussehen. Das heißt, die Arbeitszeitreduktion bei Männern, selbst wenn Frauen aufholen würden bei den Einkommen, es würde unter dem Strich sozusagen weniger überbleiben. Durchaus, Arbeitszeitfragen sind immer mit Einkommensverteilungsfragen verbunden, und wir müssen uns die Fragen in diese Richtung auch stellen. Auf der anderen Seite zeigen konkrete Erfahrungen mit neuen innovativen Modellen der Arbeitszeitverkürzung, also etwa in Österreich in der Industrie wurden Modelle der sogenannten Freizeitoption umgesetzt. Also Menschen können sich entscheiden dafür, die Lohnerhöhung, die sagen wir 3% ausmacht pro Jahr, auch in Form von geringeren Arbeitszeiten zu nehmen. Und das klingt wenig, aber 3% weniger Arbeitszeit wären 1,5 Wochen Urlaub zusätzlich pro Jahr. Ja, und wenn man sich anschaut, wer nimmt denn solche Angebote stark an, dann sind es vor allem jüngere, gut ausgebildete Männer. Und ich glaube, es ist also nicht nur eine Frage des Einkommens und der Einkommensverteilung, das soll man überhaupt nicht kleinreden, aber es ist auch eine Frage des Wertewandels. Und ich habe den Eindruck, dass gerade besser ausgebildete, jüngere Facharbeitskräfte heute auch die Männer ihre Kinder sehen wollen, Freitagnachmittag und zum Wochenende und so weiter. Und ich glaube, die Herausforderung wird auch bei den Betrieben sein, die über Fachkräftemangel vielleicht klagen, Arbeitszeitformen anzubieten, die diesen jungen, gut ausgebildeten Fachkräften entgegenkommen. Danke, Herr Matterbauer, für das Stichwort Arbeitsformen. Ich habe so den Eindruck bei den Diskussionen zum Thema Zukunft der Arbeit, dass wir entlang einer linear sozusagen extrapolieren, wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird, ohne nachzudenken, ob es nicht durch die Digitalisierung, ohne jetzt gleich alarmistisch zu werden, nicht doch grundlegende Veränderungen am Arbeitsmarkt gibt. Ich habe vergangene Woche eine Untersuchung, allerdings über Deutschland und das Jahr 2050 in der Projektion gelesen. Da heißt es, dass im Vergleich zu 2015, wo 77% der Deutschen in Vollarbeitszeitverhältnissen tätig waren, dann 2050 nur mehr 30% tätig sein werden, weil es so viele Einzelunternehmer, Unternehmerinnen geben wird. Und das wird einer
ich nehme das Stichwort aus dieser Studie auf, eine Entgrenzung der Arbeitszeit, eine Entgrenzung des Arbeitsortes, einer Entgrenzung der Arbeitsverhältnisse bewirken, dass die Vereinzelung am Arbeitsmarkt, jetzt sind wir dann bei den mächtigen Plattformen, ja, gar nicht mehr sozusagen frei bestimmen können, Herr seiner eigenen Zeit zu sein, sondern immer verfügbar sein muss. Ist das ein Horrorszenario oder gilt es auch da schon auf Vorrat zu denken und sagt, wie verhindert man so eine Entwicklung? Indem man Übergänge dazu organisiert. Also ich glaube, auch das ist eine Form des Lernens. Und weil man muss ja überlegen, von wegen Horrorszenarien natürlich, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich die Arbeitswelt und auch die Jobs, die es überhaupt noch gibt, rasend verändern werden. Egal wie, man weiß es nicht. Und kein Horrorszenario, aber ich denke mal, was noch bleibt, ist leider kein Zitat von mir, es bleibt viel Arbeit, diese Arbeit neu zu gestalten. Und das heißt, wir müssen diesen Übergang checken. Und da komme ich jetzt kurz auf die Frauen. Wir haben gerade in Österreich einen wahnsinnigen Zulauf an Gründung von EPUs von Frauen. Warum wohl? Wahrscheinlich wissen jetzt alle eine Antwort drauf. Frauen gehen schon seit vielen Jahren, dadurch, dass sie erwerbstätig mehr worden sind, sehr mit diesem Work-Life-Balance um, wie das genannt wird. Sie müssen damit umgehen. Sie haben diese unbezahlte Arbeit, die sie leisten, auch mit bezahlter Arbeit gekoppelt. Das heißt, sie sind ziemlich wiff in dem, wie sie das hinkriegen. Das ist übrigens auch ein Modell, warum ich glaube, dass Frauen mittlerweile, also jetzt dann sicher auch an Führungspositionen kommen, weil sie können Komplexitäten organisieren. Und ich glaube, wir brauchen, um im Wegzukommen davon, und das sehen wir ja schon bei unseren jungen Qualifizierten, meine Tochter, meine 30-Jährige, will sich oder mag sich gar nicht vorstellen, 40 Stunden in einem Unternehmen zu arbeiten über ewig. Dann sage ich immer, ja, aber wie wirst du das dann tun oder wie werdet ihr es tun? Wenn ihr zum Beispiel Kinder kriegt, dann bist du vielleicht doch froh, dass du einen richtigen Job hast und in Wien lebst, ja, mit einem guten sozialen System dahinter. Kinderbetreuung, Schule, alles das. Aber dennoch zurück. Ich glaube auch, dass wir diese Art von Arbeit, wie wir sie in den letzten 30 Jahren oder in der Vergangenheit organisiert haben, Erwerbsarbeit, nicht bezahlte, bezahlte Arbeit, dass das kein Zukunftsmodell auch nicht sein sollte. Also da bin ich sogar ein bisschen radikaler und sage, nein, so wollte ich es auch nicht weiterhin für meine Kinder, weil es war auch ausgrenzend. Wir haben viele Menschen mittlerweile, die Arbeitslosigkeit ist rasant gewachsen, also die Erwerbsarbeitslosigkeit, um korrekt zu sein, weil arbeitslos sind ja gerade Frauen oft nicht, mittlerweile auch Männer, weil sie sich sehr freiwillig engagiert oder nehmen heute die Feuerwehren. Aber das ist schon ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir da hinschauen müssen, es sind jetzt schon viele Menschen von dieser Art von angeblicher Vollzeit oder Arbeitsmarkt einfach an den Rand gedrängt. Und wo finden dann diese Neugründungen statt? Wo ist der Arbeitsraum für diese Personen, für diese viele Frauen, die tätig werden? Das leider zu Hause. Und also leider sage ich deswegen, vielleicht ist es auch das, so Coworking Spaces und alles, was da jetzt eh schon entstanden ist, das ist wirklich etwas, wo ich denke, Raum gestaltet auch Leben und ich glaube, das ist gut. Oder wir wissen, evidenzbasiert, dass es nicht wirklich lustig ist, in den vier Wänden zu leben und zu arbeiten. Aber es sollte nah sein, damit wir nicht weite Wege haben, zum Beispiel. Ich glaube persönlich nicht, dass diese Schlagwörter wie Coworking und Fab Labs und Makerspaces, das ist zwar aktuell und das hat einen gewissen Reiz, aber das kann nicht die Antwort sein. Wir haben beim ersten Gespräch darüber gesprochen, was macht der Mensch den ganzen Tag lang? Und es ist nicht bloß Arbeiten, wobei die Arbeit hat schon einen sehr großen Stellenwert eingenommen. Wäre interessant zu wissen, wo findet dann diese Arbeit, die sich verflüssigt, die mobil ist, die eher so nomadenartig dann durch die Stadt kursiert, auch stadträumlich wäre das interessant. Weil die Cloud über uns ständig mitgeht, auf die wir zugreifen, über den Laptop. Wo immer wir sind, wir sind am Arbeitsplatz quasi. Genau. Ja. Ich meine, es kann durchaus sein, dass die Verortung von Arbeit per se ein Nicht-Thema ist oder ein Thema, das sich von selbst löst. Ich meine, wir haben sehr oft mit großen Projekten, die großen Arbeitsstätten, da gibt es große Vorhaben in Wien, in Deutschland wahrscheinlich auch,
wo Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Aber wir reden nicht von diesen Arbeitsplätzen. Weißt du, ja, Sie schütteln den Kopf. Ja, weil wir haben im Augenblick eine derartige dramatische Transformation von diesen großen Einheiten hin zu einer Netzwerkökonomie mit kleinen, mehr oder weniger sich selbst regulierenden Einheiten. Und Sie haben das entscheidende Stichwort gebracht, Entgrenzung. Entgrenzung der Arbeitszeit, Entgrenzung des Arbeitsorts, Entgrenzung der Arbeitsinhalte. Und ich glaube, die Folge von der Entgrenzung ist nicht eine Hypermobilität, sondern im Gegenteil. Je mehr entgrenzt wird, umso mehr sind die Menschen abhängig von dem Stadtquartier und der Stadt als ein Rückbettungskontext. Das ist gewissermaßen da, wo je mehr man Privatleben und Arbeit entgrenzt, umso mehr braucht man wiederum einen Ort für diese Work-Life-Balance. Umso wichtiger ist das insbesondere für die Frauen, die jetzt die doppelte Last haben, in den Arbeitsprozess integriert zu sein, aber nach wie vor doch eine hohe Verantwortung für die Familie, dass sie soziale Infrastrukturen haben, dass wir eine Form der neuen Typ der Schule haben, neuen Typ der Kindergärten haben. Und überhaupt denke ich, dass wir neue Formen der Commons, also der Almendes brauchen, in denen diese individualisierten Formen der Arbeiten eingebettet sind. Denn man muss immer skeptisch sein mit den Prognosen oder den Prophezeiungen, aber die Tendenz ist richtig. Wir werden eine Individualisierung der Arbeit haben und müssen Formen finden, sie wieder rückzubetten. Und wir müssen die Solo-Selbstständigen aus ihren Wohnzimmern rausbekommen, in Coworking Spaces, auch als Form, gemeinsam handeln zu können und gemeinsam für ihre Interessen eintreten zu können. Danke. Gemeinsam handeln und Interessen. Wer wird denn 2030, 2040 oder 2050 Interessensvertreter sein von diesen vereinzelten, in Netzwerken organisierten EPUs? Die Gewerkschaft nach heutigem Stand nicht. Ob es die WKO noch geben wird, werden wir vielleicht erleben oder nicht. Jedenfalls, wer nimmt die Interessen der arbeitenden Menschen wahr? Schlussendlich Sie selber. Und die Frage ist dann, in welcher Form kommt das zum Ausdruck? Ich glaube deshalb, dass die entscheidende Frage ist, wie sind die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, wobei man den Arbeitsmarkt breiter definieren sollte. Aber alle die von Arbeitseinkommen leben, und das ist die überwiegende Mehrheit der Menschen und wird 2030 und 2050 die überwiegende Mehrheit der Menschen sein, wie ist deren Machtposition sozusagen auf dem Arbeitsmarkt? Und ich wäre da nicht zu pessimistisch. Ich würde eher sozusagen dem Bild zuneigen, das Sie am Anfang ein bisschen gezeichnet haben. Es gehen zwar einzelne Jobs verloren, aber wir haben jede Menge an neuen Tätigkeiten, die entstehen. Und meine Hoffnung wäre auch demografisch sozusagen begründet, eigentlich sowas wie Arbeitskräfteknappheit. Also in der Vergangenheit hat man zur Arbeitskräfteknappheit Vollbeschäftigung gesagt und das war das wichtigste Ziel der Wirtschaftspolitik. Und in dieser Phase einer Vollbeschäftigung, jetzt in neuen Terminologie sozusagen gemeint, alle, die von Arbeit leben, haben immer auch ausreichend Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen über Arbeit. In dieser Vollbeschäftigungssituation würde ich mir dann keine Sorgen um die Interessenvertretung machen, denn da ist die Verhandlungsposition sozusagen am Arbeitsmarkt stark. Wenn dringend Arbeitskräfte gesucht werden, ob das Selbstständige oder Unselbstständige sind, ist dann gar nicht die entscheidende Frage. Und es gelte eigentlich sozusagen solche Arbeitskräfteknappheitssituationen in gewisser Weise auch zu verwirklichen und anzustreben. Wird ein Job sozusagen reichen, um ein Einkommen zu erzielen, das einem, ich strapaziere jetzt das Wort, anständiges, ein würdevolles Leben, also nicht drei Jobs, damit man über die Runden kommt? Ich sage meinen Studierenden immer, auf jede Frage, die ich bei der Prüfung stelle, antworten sie zunächst mit, das kommt drauf an, sozusagen. Ja, und deshalb möchte ich auch, es kommt drauf an. Worauf kommt es an? Eben, genau, worauf kommt es an? Und die entscheidende Frage ist, wenn technologische Veränderungen, Digitalisierung, Roboterisierung, was auch immer, enorme Produktivitätszuwächse generiert, dann ist die Frage, wie werden diese Produktivitätszuwächse verteilt? Wem kommen sie zugute?
Also in der Vergangenheit war es bei den meisten technologischen Revolutionen so, dass Produktivitätszuwächse dazu geführt haben, dass die Preise jener Produkte, die halt sozusagen mit mehr Maschinen hergestellt werden konnten, gesunken sind, dadurch der Lebensstandard der Bevölkerung gestiegen ist und die reale verfügbare Einkommenssituation sich verbessert hat. Es gibt aber ein großes Fragezeichen, gerade bei der digitalen Revolution. Das ist eine technologische Entwicklung, die zumindest in einzelnen Segmenten ganz stark von Monopolcharakteren sozusagen bedient wird. Also gerade die sozialen Netzwerke und so weiter haben ja starke Monopolcharakteristika. Und die Sorge wäre, dass dieses Produktivitätswachstum sozusagen von den Monopolunternehmen abgeschöpft wird und dann geht es für die Realwirtschaft verloren. Dann kann es nicht investiert werden, kann nicht in Löhne, in Konsum gehen und so weiter. Deshalb sind Fragen wie Wettbewerbspolitik oder das, was jetzt sozusagen alles mit Facebook diskutiert wird, ja, die Regulierung dieser großen Digimonopole, ist eine ganz entscheidende Frage dafür, wie wird die Produktivität verteilt, werden wir deshalb von Einkommen leben können oder nicht. Also wenn ein Positivszenario entwickelt wird, dann werden wir sogar von einem Einkommen recht gut leben können und wir werden vielleicht aus Lust und Laune einen zweiten Job uns anfangen, weil wir beim ersten mit 20 Stunden pro Woche schon ausreichend Einkommen zu erzielen. Wenn es hingegen in eine andere Richtung geht, dann also ja, ist wie immer eine Frage der Verteilung, würde ich glauben. Ja, aber die Realität ist doch heute schon, dass in einer Lebensgemeinschaft, Familie, wie auch immer, quasi beide gezwungen sind zu arbeiten, um allein schon in der Stadt eine Wohnung leisten zu können, zumindest in den deutschen Städten. Und dass wir eine enorme Polarisierung haben zwischen Leuten, die eine gewisse Arbeitskräfteknappheit ausnutzen können, um ihre Position zu stärken, und andere, deren Einkommen in die Armut führt und dass wir inzwischen Beschäftigte haben, die von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Also was wir immer dachten, das gibt es nur in den USA, working poor, dass wir das inzwischen auch in Deutschland haben. Also Österreich hat ja noch ein stabileres System, aber das ist ein Szenario, was auf uns zukommt. Und vielleicht nur eine kurze Anmerkung, die mir, also wir reden immer in der Hoffnung und in der Erwartung, dass diese digitale Revolution zu enormen Produktivitätsfortschritten führen wird. Wir haben in der Ökonomie eine Diskussion über das Produktivitätsparadoxon, dass bisher Milliarden, viele Milliarden in die neuen Technologien investiert worden sind und es gibt keinen Produktivitätsfortschritt, der messbar wäre. Und es gibt viele ernsthafte Ökonomen, die von einer Perspektive der Stagnation ausgehen. Also wir leben in einer Phase hochgradiger Unbestimmtheit und Unsicherheit. Und umso wichtiger erscheint es mir, die Stadt so zu gestalten, damit gewissermaßen die Unsicherheit aufgefangen wird durch Formen der Regulierung, Formen der Allmende, Formen von Stadtquartieren und auch einer Sicherheit des sozialen Wohnungsbaus, die den Menschen ein akzeptables Leben ermöglichen. Es gibt in Wien, aber natürlich auch in Hamburg, in Berlin, in Zürich, so kleine Einsprengsel, wo Menschen sich zusammentun, also Baugruppen zum Beispiel, um einen anderen Ansatz gemeinschaftlichen Lebens zu finden, einen anderen Lebensstil, so ein bisschen sehr viel Selbsthilfecharakter schon eingebaut, auch eingebaut, gemeinsame Flächen gemeinsam zu nutzen und kleinere leistbare Wohnungen deshalb zu haben. Ich möchte an der Stelle auf eine erste Wortmeldung unserer Zuseherinnen und Zuseher eingehen. Frau Miriam Mischenthal hat uns diese Frage gestellt, beziehungsweise eigentlich also in einer Haltung der, wie soll ich sagen, Selbstverteidigung formuliert. Sie prognostiziert oder sie meint zu erkennen, der Staat ist von der, jetzt zitiere ich Sie, der Staat ist von der Digitalisierung komplett überfordert, auch mit den daraus resultierenden Umwälzungen am Arbeitsmarkt, den neuen Arbeitsformen.
Ich fände es besser, wenn man nicht auf den Staat hofft, sondern eher Werkzeuge zur Selbsthilfe zur Verfügung stellt und die Selbstwirksamkeit der Leute erhöht. Viele Probleme ergeben sich, weil alle darauf warten, dass der Staat etwas tut, der tut aber nicht. Zitat Ende. Ein Dankeschön an Frau Mischenthal, an Sie hier die Frage, was können solche Werkzeuge sein? Ich sage es jetzt einmal zur Selbstermächtigung. Wie können die ausschauen? Wie kann man die gemeinsam entwickeln? Ich fange beim Selbstständigen an. Ich denke, dass man die Messlatte für Produktivität anders denken müsste. Und die Produktivität im Sinne, dass wir was schaffen, wir machen was, ist in der digitalisierten Welt ganz was anderes. Ich habe unlängst gelesen von Philipp Blum in seinem Buch, dass Instagram, wie Google Instagram gekauft hat, um $1 Milliarde, gerade 30 Mitarbeiter gehabt hat. Und die Wertschöpfung ist ganz anders zu bemessen. Also die Überleitung von Arbeit in Wertschöpfung ist ganz anders. Und ich glaube, das ist auch die Frage des Raumes dann gleichzeitig. Weil ich brauche nicht so viel Raum für diese 30 Menschen, die diese Wertschöpfung darstellen. Ob das verzerrt ist durch Marktwerte, sei dahingestellt. Aber das sind Monopolrenten, von denen wir reden, nicht? Und da wird kein Wert geschöpft, da werden nur andere Distributionskanäle gemacht. Und im Grunde genommen finanzieren die sich über Werbung, dass sie bestehende Werbeträger wie die traditionellen Zeitungen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den privaten Rundfunk kaputt machen und gewissermaßen ihre Monopolrente abschöpfen durch ihr Monopol, was sie haben über diese Plattform. Also es gibt ja viele Theoretiker, die darüber forschen und sagen, das Interessante ist, dass da eine wahnsinnige Machtkonstellation entsteht, aber kaum Mehrwert produziert wird, sondern gewissermaßen nur umgelenkt wird. Und ich denke, da ist auch eine der großen Herausforderungen. Also es wird ja ernsthaft auch diskutiert, eventuell genossenschaftlich organisierte Plattformen zu machen. Und ich finde das, wir müssten so in der jetzigen Situation Genossenschaften neu erfinden. Ja, da wollte ich gerne was dazu sagen. Und also ich überlasse Ihnen, weil das ist natürlich auch eine Kultur, die auch stark in Österreich zu Hause ist und wo wir ganz gerne was lernen wollen. Richtig. Wir haben ja in Österreich eine lange Tradition in sogenannten sozialen Unternehmen, gerade im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Und ich denke, ein Tool, also zwei Tools, die es ja schon gibt. Das eine ist dieses soziale Unternehmerinnentum, nicht unter CSR zu verstehen, sondern wirklich kombiniert wirtschaftliches Handeln, gesellschaftliche Probleme. Das sozusagen in Kooperation und in Zusammenspiel mit einem Sozialstaat. Das möchte ich einfach dazu sagen, weil wir befinden uns gerade in einer anderen Transformation in Österreich, dass das Thema Sozialstaat ein bisschen ins Gerede kam oder kommt und vielleicht nicht in dieser Form bleibt, was ich als Frau auch nicht wollte. Ich hätte gerne einen anderen Sozialstaat, aber es gibt diese sozialen Unternehmen, die einfach gesellschaftliche Themen mit einer sozialen Innovation und da kombinieren mit Technologie und Digitalisierung gut angehen. Das ist das eine. Da gibt es mittlerweile auch die kooperativen Plattformen, nicht in Österreich, die das Cloud-Working sozusagen in die Hand nehmen. Das ist das, was du gerade gesagt hast, wo sich Menschen, Frauen und Männer organisieren, um ihre Interessen vertreten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das auch immer bleiben wird. Ob das dann in der Arbeiterkammer oder Gewerkschaft oder wie das. Ich glaube, auch da wird sich rasend viel ändern, aber es gibt schon Ansätze und diese Übergänge, wie wir unsere Teilhabe organisieren, wie wir unsere Interessen vertreten, sind eben in solchen Tools oder in solchen Piloten auszuprobieren. Das kann auch wieder schief gehen, aber ja, man muss es probieren. Und ich glaube, dass die Kombination von sozialen Unternehmerinnentum oder gesellschaftlich wertvollen Unternehmen in so neuen alten Rechtsformen, weil da hat aus Österreich eine große Tradition, Genossenschaften, nicht so wie in Frankreich und nicht so wie in Italien, aber wir haben auch eine Tradition und wir sind übrigens als soziale Unternehmerinnen gerade dabei, diese Genossenschaftsform auch noch einmal neu zu denken und für
Einzelunternehmerinnen auf die Wege zu bringen. Ich rede nicht hier von Wien, sondern eher von den Regionen, weil dort haben wir noch weniger qualifizierte Arbeitsplätze. Dort gibt es viele EPUs. Die müssen sich einfach zusammenschließen, um miteinander produktiv zu sein. Aber ich sehe auch da große Chancen. Ich glaube, was die Zuseherin zu Recht angesprochen hat, wir vertrauen sehr stark auf den Staat und ich würde glauben, der Staat tut auch was und wir haben gerade im Bereich der öffentlichen Infrastruktur, etwa in den österreichischen Städten oder in der Bildungsinfrastruktur, im Sozialstaat große Fortschritte, aber das Entscheidende ist, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend gelungen ist, die Bürgerinnen und Bürger sozusagen aktiv einzubinden in staatliche Investitionen und staatliche Vorgänge. Und auch die Tradition bei den Genossenschaften, die in Österreich zwar stark ist, wir haben im sozialen Wohnbau Genossenschaften und so weiter, war eigentlich eher eine eher paternalistische, würde ich sagen. Die entscheidende Frage für mich wäre, wie gelingt es Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, sich zu beteiligen, sich ihre eigenen Interessen zu formieren im gesellschaftlichen Sinn, zu schauen, wie man gemeinsam arbeiten kann, wie man gemeinsam politische Projekte, soziale Projekte voranbringen kann. Da haben wir schon gewisse Defizite, glaube ich, auch in der Stadt, weil der Paternalismus hier sehr stark ist, durchaus in einem positiv verstandenen Sinn, aber das reicht nicht in Zukunft. Wir müssen Menschen mehr Räume eröffnen, sozusagen ihre eigenen Interessen zu organisieren. Und da sind wir auch ganz am Anfang, glaube ich, darüber nachzudenken, wie denn, sagen wir mal, der Genossenschaftsgedanke neu belebt werden könnte, um solchen Interessen nachzugehen. Und ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Ich glaube nur, dass notwendig wäre, sich das zu überlegen. Wie stark wird der Sozialstaat noch regulative Kraft haben 2030? Sehr stark, glaube ich. Also der österreichische Sozialstaat gehört heute zu den besten der Welt. Nicht, weil er in den letzten 20 Jahren so enorm ausgeweitet worden wäre, sondern weil in anderen Ländern, insbesondere Deutschland, der Sozialstaat so abgebaut wurde. Aber ich bin der Überzeugung, dass er sich als das überlegene Modell erweisen wird. Nicht in dem Sinn, wir sind so gut und wir lassen jetzt alles gleich, der muss ja auch dauernd angepasst werden und an die Herausforderungen angepasst werden. Aber die grundsätzliche Vorstellung, wir organisieren Herausforderungen des Lebens, also die sozialen Risiken des Lebens, dem begegnen wir in einem gemeinsamen, solidarischen System. Das ist, glaube ich, die überzeugende Vorstellung. Wir haben zum Beispiel in Österreich keine ausreichende Vorstellung, wie wir mit dem Problem der Pflege im Alter umgehen. Und das ist ja sozusagen, liegt auf der Hand, das solidarisch zu organisieren, weil wir wissen ja nicht, wer von uns pflegebedürftig sein wird und wer mit 100 Jahren aus dem Leben mit einem Herzinfarkt herausgerissen wird und keinen einzigen Tag pflegebedürftig ist. Das heißt, es sind so typisch Formen, die man solidarisch organisiert. Wenn es jeden treffen kann, dann ist jeder bereit, sozusagen für den Ernstfall gewissermaßen vorzusorgen. Und ich glaube, der Sozialstaat ist das überlegene Modell, wenn es ihm gelingt, diese neuen Risiken, wegen Pflegebedürftigkeit, gibt es viele andere auch, denen zu begegnen. Ja, und ich denke, ein entscheidender Punkt, der auf uns zukommt, ist eben, dass wir inzwischen wirklich in multiethnischen Gesellschaften leben. Also ein Beispiel, eine Zahl aus Hamburg. In den Schulen in Hamburg sind inzwischen 51% der Kinder mit Migrationshintergrund. Es entstehen ganz andere Kulturen und wir müssen natürlich auch unsere sozialstaatlichen Arrangements an diese kosmopolitische Gesellschaft anpassen. Und neue Formen der Solidarität, neue Formen der Kooperation entwickeln. Und ich denke, dass da gerade die IBA eine ganz wichtige Rolle hätte, als mit Reallaboren zu arbeiten. Für uns in Hamburg war es eine der großen Herausforderungen, zu sagen, was passiert denn jetzt dann mit diesen ehemaligen Gastarbeitern, die jetzt alt sind und die keine Familie hier haben, wie sieht deren Zukunft aus? Wo wir versucht haben, kultursensible Alteneinrichtungen zu machen und versuchen darum, ein neues Netzwerk zu bauen, das wieder Arbeitsmöglichkeiten bot, aber gewissermaßen jenseits der eingefahrenen Formen des Sozialstaates neue Formen der Solidarität aufzubauen, die dann auch verankert sind im Stadtteil. Also da müssen wir mit ganz vielen neuen Ideen kommen und den Sozialstaat weiterentwickeln, aber auch viel mehr unterfüttern durch Selbsttätigkeiten, Eigeninitiativen. Ich komme zu Ihrem Einleitungsstatement zurück, nämlich Stichwort Keil. Ja. Wenn wir da nicht eine Lösung, einen Zugang, was die Bildung angeht, finden, dann
Haben wir Pariser Zustände über kurz oder lang, weil dann heißt das zwar nicht Banlieue, aber es wird Quartiere geben, wo man gar nicht gern hineingeht, weil die Perspektivenlosigkeit so groß ist bei den Jugendlichen, die Einkommenssituation entsprechend schlecht, die politischen Spannungen, die daraus resultieren, kann man sie locker ausmalen. Ist es nicht ein Stück politische Klugheit, heute schon Konzepte zu machen, dass wir das nicht in Wien erleben zum Beispiel, um Raum zu schaffen, für diese Gruppen in Beschäftigung zu bringen, in Bildung zu bringen zuerst mal? Ich glaube, grundsätzlich ist es in Wien eigentlich sehr gut gelungen bislang. Hat ganz viel mit der Wohnungspolitik, glaube ich, zu tun, weil man sich bemüht hat, den sozialen Wohnbau sozusagen breit zu streuen und auch in Quartiere hineinzugehen, die traditionell gar nicht dafür geöffnet waren. Ich glaube aber, dass wir schon eine enorme Herausforderung jetzt haben durch die Flüchtlingsbewegung, gerade in Wien. Also da stehen wir jetzt wirklich in der entscheidenden Frage, ob es gelingt, die zigtausenden Leute, die aus Syrien oder auch aus Afghanistan gekommen sind, jetzt so zu integrieren, wie es zum Beispiel 1990 mit den Flüchtlingen aus Bosnien gelungen ist, schlussendlich. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, an der Kippe, auch weil die Umstände ungünstiger wurden. Etwa weil von der Bundesregierung in dieser entscheidenden Phase keine Unterstützung erwartet werden kann, sondern genau die Mittel, die eigentlich da wären, die Integrationsmittel, jetzt massiv gekürzt werden im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Aber das ist eine entscheidende Frage, denn daraus könnte schon diese soziale Sprengkraft resultieren, glaube ich, wenn es nicht gelingt, sozusagen die Leute zu integrieren jetzt in die Stadt und in die Gesellschaft. Aus den Perspektiven jetzt von Deutschland und meinen Erfahrungen aus Hamburg mache ich mir über die Frage große Sorgen, weil wir in einer sehr prosperierenden Stadt Stadtquartiere haben, wo jeder Dritte langzeitarbeitslos ist und wo jedes zweite Kind unter Bedingungen der Armut aufwächst. Und gleichzeitig eine sehr starke, ungefähr zum Teil bis zu 90% der Menschen Migrationshintergrund haben. Eine Schlüsselfrage sind dabei die Schulen, weil wir haben nicht nur einen Prozess der Gentrifizierung, dass Leute quasi verdrängt werden, sondern wir nennen es die Residualisierung, dass die Aktiveren, die Wohlhabenderen aus den gemischten Quartieren wegziehen und dann wie die prekären Quartiere immer prekärer werden. Das hat fatale Konsequenzen für die Schulen, dass in der Schulen hinterher kaum mehr eine Schülerin oder ein Schüler ist, der muttersprachlichen Hintergrund hat und damit sich die Lernchancen enorm verschlechtern. Und da ist, Sie hatten ja vorher gemeinsames Lernen als einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, dass wir da den Zusammenhang von Stadtquartier, Schule und Gestaltung des Arbeitsmarktes als ein ganz wichtiges Handlungsfeld thematisieren müssen. Der Arbeitsmarkt, wenn ich die Leute, es gelingt, sie in den Arbeitsmarkt zu bringen, dann steigen die Chancen, dass die prekären Situationen oder Arbeitslosigkeit reduziert wird. Ich habe ein Auge noch auf meinen Stichzettel, Produktion zurück in die Stadt und das zweite Auge auf die Uhr. Daher die Frage an den Architekten, wenn wir zurück in die Stadt Produktion bringen, das muss nun nicht gleich der rauchende Schornstein sein, aber wenn wir Produktion zurück in die Stadt bringen, ergibt sich auch daraus ein Druck auf die zuständigen Magistratsbehörden, auf die Verantwortlichen des Bauwesens und der Stadtplanung, Räume anders zu denken, weil die Fabriken im 21. Jahrhundert oder Mitte des 21. Jahrhunderts dann anders aussehen als vor 100 oder 150 Jahren. Verlangt das, oder ich formuliere es ein bisschen provokanter, kann sich eine Stadt überhaupt noch unter Anführungszeichen monothematisch gewidmete Räume leisten auf Dauer? Kann sich eigentlich jetzt nicht mehr. Und da geht es auch um das Teilen von Ressourcen und Teilen von Stadtraum auch. Und der Begriff Stadtquartier ist insofern interessant, weil das ist ein kleiner Mikrokosmos in sich, stabil, in sich, kohärent, wenn ich das richtig verstehe. Ich verstehe den Begriff so.
Produktion ist auch nicht unbedingt eine Belästigung, ein Störfaktor. Na, auch dort wie die Digitalisierung muss man differenzieren. Produktion kann heißen Entwicklung und Forschung, und die große Produktion, die daraus erwächst, kann woanders sein. Es muss nicht konzentriert in der Stadt drinnen. Ich habe so einen Fall bei einem gegenständlichen Projekt, da geht es um die Herstellung von Schläuchen von Fahrrädern. Und die machen die Entwicklung und die machen dann die Büroarbeit sozusagen, schon verortet in der Stadt auf 120 Quadratmeter mit ein bisschen Lage. Und die Produktion liegt außerhalb der Stadt, die echte Produktion. Und ich glaube, da muss man ein bisschen das Thema Entgrenzung positiv betrachten, dass wir nicht geballt alles auf einem Fleck, hier Fabrik mit Produktion und da die Arbeiterwohnungen gleich daneben und dann auch die S-Bahn-Station, damit es gut angeschlossen ist. Die Stadt verdient diese Verdichtung und auch diese Durchmischung, und da kann man dann wirklich gemeinschaftlich agieren. Ergänzungsfrage. Frau Mara Reinsberger, eine Architekturstudentin von der TU, hat eine Frage an uns formuliert: Wie können wir Orte schaffen, in der die digitale Welt und die reale Welt harmonieren, gebäudefunktionstechnisch? Und wer trägt die Verantwortung und wie setzt man das in die Realität um? Bleiben wir beim letzten Satz. Wer trägt die Verantwortung und wie setzt man das in der Realität um? Warum ist das ein Widerspruch? Die digitale Welt und die reale, den Teil verstehe ich nicht ganz. Also das ist jetzt schon reell, dass die sich vermischen, diese zwei Welten. Also ich würde auch sagen, wir haben einen öffentlichen Mythos der Virtualisierung, und in Realität haben wir sowas wie eine materielle Wende, wo wir die Materialität der Stadt wieder entdecken. Wo deutlich wird, dass es nicht nur darauf ankommt, Symbole oder Entwürfe zu machen, sondern sie auch zu realisieren. Und dass wir die Möglichkeit haben, genau solche Wertschöpfungsketten in der Stadt zu verankern. Also ich habe vor einiger Zeit bei Stuttgart eine Fabrik besucht, die ist neu gebaut worden, mitten in der Stadt, neben dem S-Bahn-Quartier. Und mit der Abwärme ihrer Härterei wird die Passivhauswohnsiedlung nebenan geheizt. Und es gibt neue Formen der Synergien, und wir arbeiten an Konzepten der urbanen Manufakturen, wo wir versuchen, Produktion auch selbst gestapelt in die Stadt zurückzubringen und zu verknüpfen mit Formen von Design, Entwicklung, Vermarktung, wo beide ständig quasi neue, sich verändernde Netzwerke sind. Also ich denke, dass wir da mit den neuen Technologien wie 3D-Drucker, neuen Formen der Miniaturisierung oder vor allem unser zentrales Problem, was wir noch gar nicht thematisiert haben, dass wir eine Dekarbonisierung unserer Ökonomie anstreben müssen, dass wir da ganz große Möglichkeiten haben. Die Frage der Reparaturökonomie, die ganze Frage einer No-Waste-Produktion, dass wir nicht ständig die Stadt als große Müllproduktionsmaschine sehen, sondern als eine Maschine der Wiederverwertung und der Wiedernutzung. Und das heißt natürlich, dann müssen wir auch materielle Prozesse in der Stadt verankern. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten und Perspektiven, die sich eröffnen für uns, und auch Notwendigkeiten. Also wir haben in Deutschland den großen Schock, dass China sich von einem Tag auf den anderen geweigert hat, den ganzen Plastikmüll weiterhin zu importieren. Und jetzt Deutschland dasteht mit dem gesammelten Plastikmüll und ich weiß, was damit zu machen. Das ist ein heilsamer Schock. Einmal für die Frage der Vermeidung des Mülls, aber zum anderen auch wirklich Instrumente und Mechanismen zu bauen, wie wir zu geschlossenen Kreisläufen kommen. Ich bin ja ganz bei Ihnen, weil warum zieht man in die Stadt, um nicht an der Peripherie zu wohnen? Und ich muss jetzt ein Zitat der Seestadt in Wien bringen, weiß nicht, ob es noch belebt wird, dieses Zitat, aber mich hat das als Unternehmerin in die Seestadt auch gezogen, nämlich das Thema das ganze Leben. Und warum sage ich das? Das ganze Leben kann sich für mich, ich bin auch in die Stadt gezogen, aufgewachsen am Land, deswegen, weil ich kurze Wege habe, weil ich eben nicht meinen Arbeitsplatz dann irgendwo, also das
das würde ich nicht wollen, dieses Pendeln. Das, glaube ich, ist auch für die Umwelt nicht so gut. Die Frage ist, wie wir das organisieren, die Mobilität. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man schon in die Stadt zieht, dann bin ich ganz bei Ihnen und dann digitalisierte Möglichkeiten haben. Das heißt, keine Rauchfangs mehr, sondern andere Art, dass wir Arbeitsplätze auch dort schaffen, wo die Menschen leben. Weil dann kriegen wir auch Vereinbarkeitsthemen anders hin. Kurze Wege ist ein ganz zentraler Punkt, um lebenswert zu gestalten. Und ich muss noch was sagen zum Thema, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, oder ich glaube, Menschen haben ein Bedürfnis, sich, wenn sie gemeinsame Kulturidentitäten mitbringen, halt auch miteinander zu leben. In Kretzeln würden wir in Wien sagen oder halt in Gegenden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie, wenn Menschen so ein Bedürfnis haben, dass sie dadurch nicht ausgegrenzt werden, keine Teilhabe an Bildung oder Arbeitsplätze haben. Und da, glaube ich, ist Wien wirklich was Gutes gelungen. Aber, das setze ich jetzt dazu, wir haben jetzt ganz viele Flüchtlinge, die einfach auch eine andere Identität oder andere Religion, nehmen wir es bei Namen, auch mitbringen. Und ich merke, dass die Frauen, mit denen wir arbeiten, und wir arbeiten seit 2015 im sogenannten Kompetenzcheck mit weiblichen Flüchtlingen, die nach Wien kommen und einen Asylstatus haben. Und da merke ich, wenn du sie partizipativ abholst in Bildungsprozessen, dann sind sie ganz schnell auch bei einem Wertekatalog, der sie auch fördert und sie nicht unterdrückt. Das heißt, mein Ansatz in dieser ganzen Bildungsarbeit, die immer schon Empowerment-Arbeit war, oder? Alle Bildung ist Empowerment und nicht nur Arbeitsplatzfähigkeit oder wie nennt man das, Beschäftigungsfähigkeit. Und das ist gerade da jetzt ganz wichtig, dass wir mit diesem Bildung, mit dieser partizipativen, die Mütter und die Frauen ganz stark reinholen. Das ist im Moment auch gerade wieder gar nicht gefragt, weil wir haben auch unter den türkischen Frauen noch viele, die heute nicht gut Deutsch können, sagen, nennen wir es beim Namen. Und ich bin der Meinung, diesen Fehler, obwohl Wien ganz vieles ganz richtig gemacht hat, dürfen wir nicht mehr machen. Die Frauen, die Mütter sind für eine Integration in den Arbeitsmarkt, aber in eine Gesellschaft ein zentraler Punkt für alle Generationen. Und jetzt habe ich von einem Mann gehört, und auch für die Ehemänner. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht das auch, es würde mich freuen. Ich würde jetzt noch eine Stunde gerne mit Ihnen debattieren, weil so viele Facetten zum Ansprechen sind, also zum Beispiel auch, was das Kretzel in diesem Veränderungsprozess einbringen kann, welche Stärken ein Quartier hat. Aber dazu gibt es die dritte Diskussionsrunde, nämlich das Quartier als Möglichkeitsraum. Und darüber werden wir im Mai diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast aus Hamburg, bei Herr Professor Lepple, bei Herrn Matterbauer, bei Frau Vollmann und bei Robert Hahn. Danke fürs Mitdiskutieren und an Sie, meine Damen und Herren, noch einmal die Bitte, nutzen Sie die Möglichkeiten, Fragen einzubringen an unsere E-Mail-Adresse feedback@lebensraume.at und an die Möglichkeit via Twitter an uns Fragen zu richten oder Kommentare, #IBA_Wien und #IBA_Lebensräume. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.